Und ja, ihr seht schon, um in den Clan beizutreten, braucht ihr 9.999 Trophäen. Und ich habe echt irgendwie keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben. Und ja, Alles keine klar. Ahnung. Hallo meine Freunde, heute gibt es eine neue Runde Clash of Clans mit dem D6 Moinsen und dem Clash Games. Hallo. Auf jeden Fall geht es heute mal um zwei neue Glitches, die wir rausgesucht haben. Ich glaube vor einem Monat oder sowas ja schon mal ein paar Glitches hochgeladen und die sind einfach so gut angekommen, dass wir uns dazu entschieden haben, yo, nochmal so ein Video rauszuhauen. Genau. Diesmal geht es nicht um Glitches, die irgendwie eure Base beeinflussen oder irgendwie, keine Ahnung, Ressourcenglitch oder sowas, Base-Glitch, sondern es geht darum, dass es ein paar Bugs in anderen Clans gibt. So Leute, und der erste Glitch ist im Clan Farmers und wenn ihr den Clan euch auch einfach mal anschauen wollt, das Clan-Kürzel ist Hashtag POCOJYLV. Und ja, ihr seht schon, um in den Clan beizutreten, braucht ihr 9.999 Trophäen. Und ich habe echt irgendwie keine Ahnung, wie die das hingekriegt haben. Und ja, keine Ahnung. Jo, es ist natürlich auch ziemlich schwer, in den Clan zu kommen. Man muss da irgendwie Kontakte knüpfen zum Clan-Anführer, nachdem er dich einfach nur einladen kann. Man kommt da nicht rein. Keiner hat 9.999 Trophäen. Ich glaube, das höchste. War schon jemand auf 5000? Nein, ich noch weiß nicht. Genau. Nee, noch okay, nicht. Doch keiner war auf 5000. Das heißt, das ist nicht mal die Hälfte. Und das ist schon ziemlich heftig. Jo, keine Ahnung, wie das Ganze gemacht wurde. Keine Ahnung, wie diejenigen diesen Glitch ausgelöst haben. Wahrscheinlich hat das ja wieder irgendwas mit dem Weihnachtsupdate zu tun. Da sind einfach so viele Glitches entstanden. Damals auch der X-Bogen-Glitch. Genau. Der Base-Glitch hat da dann wieder funktioniert. Und alle möglichen Dinge. Das Update war damals ein bisschen verbuggt. Und ja, zudem seht ihr auch noch in der Beschreibung, da steht Clan Name Changed as Farmers by Supercell. Also ich denke mal, auch Supercell hat da gerade irgendwas mit zu tun. Könnt ihr euch einmal eben ganz kurz durchlesen. Also der Clanname war vorher scheinbar auch anders und wurde jetzt auch direkt von Supercell geändert. Also da. Also Supercell natürlich mal wieder richtig klug, ändert den Farmnamen, aber nicht das Limit der Trophäen, aber gut. So, der nächste Clan ist der Clan Rack in GTFO und dafür müsst ihr auch noch extra einstellen, dass man da erst mit 19.000 Trophäen joinen kann, damit man den auch findet, weil davon gibt's erstens relativ viele und zweitens kann man den dadurch erstmal nur finden. Und jo. Ja, dann gehen wir jetzt mal auf Suchen und dann seht ihr schon, der Clan hat einfach 54 von 50 Mitgliedern. Seems legit. Auf jeden Fall. Das Ding ist, wenn man reinjoinen will, also jetzt hier einfach mal draufklickt, es lädt nicht, es wird auch nicht laden. Was weiß ich, was die Leute da drin machen. Irgendwie müssen die da jetzt drin bleiben, weil es einfach sonst ja wahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird. So, das war's mit den beiden Glitches. Ihr könnt natürlich auch selbst in den Clans nachsehen. Ihr werdet es hoffentlich auch so vorfinden. Es kann natürlich sein, dass die ja irgendwann rausgehen und dass da nicht mehr so ist. Aber jetzt zu dem Zeitpunkt ist es gerade so. Es gibt noch einen kleinen Drittfakt, einen kleinen Zusatzfakt. Das ist jetzt kein richtiger Glitch, aber wir haben uns gedacht, wir können das Ganze trotzdem reinbringen. Jo. Und zwar geht's um Brandon. So Leute, wir sind jetzt nochmal bei dem Brandon. Der ist Level 300. Ich glaube, das ist der allererste Spieler, der dieses Level erreicht hat. Und wenn man mal ein kleines bisschen nach unten scrollt, zu Freunde in Not, er hat einfach 3.842.000 Truppen gespendet. Leute, wie krass ist das? Es ist natürlich ziemlich krass zu sehen, hier ja Level 130, 140 ist auch schon ziemlich hoch und dann einfach Brandon mit Level 300. Ich glaube, er macht auch YouTube, auf jeden Fall hat er in seiner Base Subscribe stehen, hat glaube ich auch hochgeladen, wie er dann ja das letzte XP bekommen hat zu Level 300. Insgesamt eine krasse Base, er hat auch eine ausgemaxte Base, spielt jo. Auch seit ganz von Anfang, er hat auch in einigen Videos erzählt, yo, da ist es so gekommen und deshalb habe ich das gemacht und dann das. Ist auf jeden Fall recht spannend, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeisehen. Jo Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer eine positive Bewertung da, schaut bei Clash Games und bei Lichtle vorbei. Link zu den beiden ist natürlich in der Beschreibung. Und genau. Ja, wenn ihr mehr Interesse an so Glitches habt, schreibt uns das auf jeden Fall in die Kommentare. Oder auch wenn ihr noch so Glitches kennt, wird es uns natürlich weiterhelfen, wenn ihr uns die auch in die Kommentare packt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao.